Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Morgen wieder hier bei Alter Ihr und Wir. Ja, heute wieder mit einem weiteren Vlog. Heute ist Studio V Event Nummer 2. Wir sind gerade ganz fleißig hier am Machen und Essen zubereiten. Und hast du nicht gesehen, die ganze Rasselbande ist hier in der Küche und fleißig am Film. Und hier ein ist Vlogger. Der Enrico. Juhu! Du filmst auch schon, sehr gut. Ja. Enrico, was kochst du denn heute? Bei mir gibt es heute einen schönen Quinoa-Salat. Lecker, lecker, lecker. Hast du das gehört? Quinoa-Salat gibt es heute. Nadine ist schüchtern, na gut. Aber danke, dass wir bei dir bleiben können, Nadine. Wir machen nämlich schon meinen Quinoa-Salat. Da ist nämlich schon die Soße, da ist das. Und da sind die anderen am Werken. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Stress, 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 also pur, meine Lieben, sage ich euch. Jetzt wollen wir mal gucken, dass man schnell zu Robert kommt. Alle sind sie gerade am Vorbereiten. Wie gesagt, Salat für alle Mann. Alles steht da. Ich bin... denke ich mal auf, check. Und ohne groß weiter reden, machen wir gleich los. Gut, Bahnhof haben wir... Bahnhof. Straßenbahnhaltestelle haben wir jetzt erstmal geschafft, aber wir gehen Richtung Bahnhof und fahren jetzt gleich zu Robert. Alle gut am Start. Ja, sind froh, wenn wir dann gleich ankommen. Ist er denn der Robert? Ja, wo ist er denn? Wollen wir mal gucken, wo er jetzt sein neues Airbnb hat, wo wir uns jetzt gleich mitten treffen. Ja, besser zu früh als zu spät. Wollen aber auch ja nicht zu spät kommen. Ja, dann passt es ja noch. Dann haben wir ja doch noch ein gutes Zeittiming erwischt, dank der Bahn. Ein Flocher, ja. Wir sind rechtzeitig bei Robert angekommen. Und da ist so früh dran und jetzt lassen sie uns noch nicht mal. Hi! Ja, ich weiß, das ist. Wie seid ihr denn unten reingekommen? Da kam gerade jemand voraus. Erstmal Schüssel abstellen. Oberweihnachtsfee hier. Morgen. Fleißig am Arbeiten. Yes. Yes. Und Robert, was denkst du? Zweites Studio V-Event wird heute wieder mega Bombe werden. Ne? Besser als das erste auf jeden Fall noch. Das kann ich schon mal versprechen. Das aber wollen wir doch hoffen. Wird noch nicht verraten. Nee, das werden wir alles noch spätestens eine Stunde oder irgendwann dann sehen, was uns erwarten wird. Aber wir halten, nehmen euch natürlich, meine Lieben, live mit und ihr werdet es definitiv sehen. So nach und nach, meine Lieben, treffen so langsam alle ein. Der gute Nico Rittenau ist auch schon mit am Start, gerade am Vortrag vorbereiten. Er wird uns heute noch einen sehr interessanten Vortrag heute halten, wo alle noch nicht wissen, was da kommen wird. Alles schon vorbereitet. Gestern alles gut gemacht. Da hört ihr es. Top-Vorbereitung. Wir werden sehen, was da noch alles auf jeden Fall kommen wird. Vorträge werden auf jeden Fall alle aufgenommen. Spätestens beim Studio V könnt ihr sie alle dann wieder mit einsehen. Und heute wieder richtig informativ und besonders lecker. Eine ganze Überstundenzahl bekommen. Also sehen sie schon schön weihnachtlich aus. Weil das Mützenstandard angesagt. Und da ist auch noch die nächste Weihnachtselfe. Puni, hey, grüß dich. Alles super, sagt. Ich hoffe, dass das Handy weg ist, ne? Ja, das war gestern. Wurde geklaut, recht. Saß gestern noch. Vorträge sind in dessen jetzt erstmal die erste Hälfte erstmal rum und jetzt, wie es natürlich für jeden guten Essen auch Veganer gehört, jetzt gibt es erstmal Futter.
Toni, Statement, was sagst du zum Essen hier? Auf jeden Fall Gluten ist immer gut. Chips gemacht, ohne Gluten will es gar nicht speichern. Müllton dann. Den Kartoffelsalat, der ist richtig gut. Aber ziemlich verdient. Ja, das ist der Nachteil. Ja. Aber wenn du eine Scheibe Brot dazu isst, dann geht das. Dann geht das, ja. Man muss sich zu helfen wissen. Ja. Alles klar, Anna Mack, das bringt irgendwie dieses Ei-Flavor wieder rein, was ich vermisst habe. Ja, das stimmt. Und was sagt unsere liebe Birgit, die Ernährungsberaterin, zu den Essen heute? Es ist sehr, sehr gut. Ich muss noch. Alibi halt eine Schade Brot. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ich gehe jetzt zur zweiten Runde und das ist schon mit vielen leckeren Salaten hier. Quinoa-Salat, leckeren Kartoffelsalat mit Möhren und anderen leckeren Sachen und Hummus. Einfach genial. Der Kameramann Bro hier am Start sein gemütlichen Essen halt auch. Überall wird gefilmt. Einen schönen Teller voll gemacht. Ja, klar. Ganz schön diese. Muss mir was sichern hier. Als Kameramann kommt man da manchmal ein bisschen zu kurz, wenn man sich nicht direkt aufs Buffet stürmt. Das stimmt, erlebe ich auch immer wieder. Man ist so viel mit Film beschäftigt und alles, hinterher das Essen dann alle. Gerade fertig mit dem kleinen Spielchen und jetzt geht's auch gleich weiter mit dem nächsten Vortrag mit Lina. Du musst jetzt gleich einen sagen, dass er einen Vortrag liefern wird. Bettina, sagst du unserem Publikum kurz, was du uns jetzt gleich hier bereichern wirst mit deinem netten Vortrag? Ich werde ein bisschen von einem Creator Day in Hamburg von Google organisiert berichten und da ein paar Tipps weitertragen, die wir da so bekommen haben. Na, alles klar, das wird sehr interessant. Es gibt natürlich noch Weihnachtszeit, gibt auch noch die Spenden und alles. Ja, gerne Fotos. Das Goodiebag, super. Meine Lieben, die Vorträge sind jetzt indessen soweit zu Ende. War richtig schön. Wir hatten jetzt noch Feedbackrunde vom Studio V mit gehabt, wo wir unsere Ziele ausgewertet haben, die jetzt beim letzten Mal waren. Plus jetzt uns neue Ziele gesetzt für das nächste Jahr. Und jetzt machen wir noch eine kleine coole Studio V-Aktion. Oh mein Gott. Toni. Ja, eine coole Studio V-Aktion, wo wir jetzt quasi so eine Art Lebkuchenhäuser bauen und die mal schucken, wer das schönste Haus. Oder Spekulatius, da Lebkuchen so teuer ist. Mal schauen, wer das schönste Spekulatius-Haus am Ende hat. Das Schwein. Wir haben ja heute drei Schweine. Genau, der Schnee ist gelb. Das heißt, hier sind Mama und Papa. Hier sind die Kinder, fünf Kinder und die sind sehr sportlich und spielen alle Fußball. Aber das eine Kind ist halt halb. Ach, die sind alle halb, weil sie sind ja Kinder. Ihr seid so clever. Genau. Und die haben alle ihre Fußbälle immer aufs Dach geschossen, aber weil Gott sei Dank haben sie den Schornstein nicht runter. Genau, der Schornstein ist aber noch dran und weil die so wohlhabend sind, haben die ganz viele Bälle, deswegen ist kein Problem und für die Eltern. Garage. Genau, und hier ist die Garage und da ist das Haus, wo die da kommen gerade noch Freunde zu Besuch. Ja. Genau, zum Adventsbrunch. Nee, die sitzen halb im Auto. Die sitzen im Auto. Okay. Das ist dreidimensional, das so? Ja, und wie gesagt, Schnee. Und hier ist der Eingang. Hier sind die zwei Schweinchengötter, die uns quasi beschützen. Und wir haben außenrum auch eine Herzchenwolke, die uns immer beschützt. Die Wolke der Liebe. Die Wolke der Liebe. Das Dunkle ist der Spazierweg, wo wir uns alle gegenseitig in unseren Hütten, in denen wir leben, besuchen können. Hier, das sind wir. Und extra mit Perlen, also wie so Brotkrumen, damit wir uns auch immer wieder finden und dann denen folgen können. Das ist genau wichtig. Und wir haben unsere grüne Smoothie-Kneipe hier. Okay, das ist geil. Eine Smoothie-Kneipe. Eine, gekennzeichnet von den Fläschchen hier, also Säfte mit und Smoothies. Mit Cola. Genau. Und wir sind ja natürlich eine grüne Community. Wir sind mitten im Grünen, also im Dschungel, hier in bunte Natur. Bäumchen, mitten im verbunden. Dschungel. Genau. Da wird es uns allen gut gehen. Okay. Ich bin für Hashtag Smoothie-Kneipe. Keiner guckt, ob es das schon gibt. Hey, aber wenn ein Laden so heißen würde, das wäre doch der Irrer. Ja, das muss ich gleich mit Domain registrieren. Such das. Also, wir sind jetzt hier in
Ist es jetzt so, also wenn man das jetzt so von außen sieht, dann denkt man so, es ist ein Riesenhaus. Es sieht jetzt nicht spektakulär aus, aber das, die Besonderheit liegt im Detail. Also, es ist nämlich jetzt ist unsere Festung sozusagen. Ja. Das ist Studio V-Land. Wenn jetzt jemand von vorne hier kommt und sich denkt, so, oh, mal gucken, was die so machen, dann kommen ja erstmal unsere fette Schweinchenarmee. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 Schweinchen. Und wenn die Schweinchen keine Munition mehr haben, dann können sie hier nachtanken. Das ist hier, die nehmen dann immer quasi diese Mandeln und werfen damit ihre Feinde ab. Ja. Und das sind die aggressivsten Schweinchen überhaupt. Guck, die sind schon ganz blutrünstig hier. Hier ist einfach, also mit denen ist nicht zu spaßen. Und selbst wenn jemand an diesen Schweinchen vorbeikommen könnte, dann haben wir hier 700 mindestens 3 Tonnen schwere Steine, die einfach alles beschützen. Denn das, was nämlich beschützt werden muss, ist hier hinten. Und selbst wenn sie dadurch kommen, haben wir immer noch riesige braune Schokoplatten, von daher. Also das ist so schwer. Das und wir haben hier sogar noch eine Klebefalle, von daher. Genau. Wenn sie da nicht kleben bleiben, dann können sie auch die Kugel haben, dann haben sie sich verdient. Aber die Kugel, das ist quasi, wenn die weg ist, dann haben wir eigentlich verloren. Also wir müssen um alles in der Welt, müssen wir das beschützen. Wir haben noch Cola-Soldaten, die chillen hier noch ein bisschen. Also wir haben natürlich, wie Soldaten sind vielleicht auch schon ein bisschen ramponiert, könnte man sagen. Trotzdem noch. Aber sie geben einfach alles. Also sie setzen quasi ihre komplette Power ein und niemand kann hier eigentlich irgendwie eindringen. Ja. Alles ist verklebt, also das ist ein Riesen. Oh, und ich habe hier... Das Dorf der Liebe und das Dorf des Passes. Ja. Okay. Du bist so warm. Studio V-Tag ist uns der Sieger unserer ganzen Challenge mit dem wunderschönen Dorf. Alles zusammengepackt und jetzt sind wir langsam mal aufbruchbereit zum Eislaufen. Yes! Schlittschuhfahrt vorbei. Ja, ich könnte jetzt nicht allzu viel filmen, weil ich ja die Kamera jetzt nicht unbedingt mit aufs Eis nehmen wollte. Ja, sagen wir mal so, ist ich halbwegs wacker geschlafen. Ich habe das erste Mal auf Eis war, doch öfters mal den einen oder anderen Hinterhalter gemacht. Aber was soll's, da heißt dann wirklich wieder aufstehen, Krone richten und weitermachen. Ja, wir fahren direkt. Ich werde mal beim nächsten Mal wieder mal hierher gehen und das einfach mal ein bisschen den nächsten mehr üben, Eislaufen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wir sind indessen nun jetzt wieder zurück bei Nadine und jetzt alle gemütlich hier in der Runde. Also bei Nadine versammelt mit einem leckeren Festmahl, was man ja schon halbwegs besonders Nadine vorbereitet hat. Wir haben noch ein ganz viele leckere Sachen dabei sein, wo es quasi uns alle jetzt nochmal wirklich in der Runde hinsetzen werden und den Abend ausklingen werden. Kerzenschein vorbereitet, Salat. Ja, und dann kriegst du also bei Nacht. Und und noch viele andere leckere Sachen, plus Kuchen, der auch noch angeschnitten wird. Also die Gäste haben wir alle reichlich da und Nadine war super fleißig mit gewesen.